Hallo Leute, willkommen bei der Niesch-Wolpertinger Challenge. Dies ist Teil 27. Wir wollen einen Wolpertinger züchten und wir wollen auf die große Reise gehen. Einige sind jetzt schon am Flughafen, also am Reiseplatz angekommen und die anderen sind noch mitten auf dem Weg. Ich hoffe, wir schaffen das in dieser Runde. So, ja, jetzt macht euch mal hurtig auf den Weg. Okay, ich denke mal, die kann ich ruhig noch weiter vorschicken. Weil dann ist dieser Platz noch frei für die Nachzügler. Ne? Immerhin, sie hat es auch schon geschafft. Da, jawohl. Und du schaffst es bis hierhin. Jetzt sind noch zwei Plätze frei. Ah, hier haben wir natürlich noch Rehbock. Rehbock, du schaffst es bitte. Ja, sehr gut. Okay. Tja. Mera. Ich fürchte, Mera schafft es nicht. Will ich noch eine weitere Runde warten? Nur auf Mera? Weil Mera ist die letzte. Brauchen wir Mera dringend? Tja, sie hat CE als Gene. Wir haben E, also C haben wir sowieso jede Menge. Insofern ist C eigentlich gar nicht gut. Wir können sie mit den meisten gar nicht verpartnern. Aber E ist halt eher selten. Ansonsten hat noch Lazizi E als Weibchen und Nusshase hat E. Tja, ansonsten hat Mera auch nicht so viel zu bieten. Gut, Knackerfähigkeiten und Sammelkraft. Ich mach mal die Runde mit den anderen. Im Zweifelsfall nehmen wir hier Kirwan mit. Du bist Kirwan, ja. Der ja hier in der Warteposition sitzt. Der ist noch etwas jünger und ja, hat eigentlich auch recht viel zu bieten. Kann sogar ein bisschen angeln, darf er nicht so gut Beeren sammeln. Und hat aber kein E in den Immungenen. Gut. Ja, also ich mach mal mit allen anderen und überleg mir das währenddessen. So, ihr versucht nochmal hier irgendwie auf Fische zu stoßen und das Beste draus zu machen. Nein, jetzt hat sie Sauerstoffmangel. Normalerweise kriegen sie das nicht, wenn noch die Ohren rausgucken. Das soll mal einer verstehen. Vielleicht ist sie besonders empfindlich. So. Jetzt sammeln wir hier nochmal Nüsse und so weiter. Und Gras. Und wahrscheinlich lasse ich einige auch gar nichts mehr machen, wenn die an einer ungünstigen Stelle sitzen. So. Ja, du kannst hier versuchen zu graben. Ja, da kommt schon noch ein bisschen was zusammen, so an Gestrüpp und an Futter. So, du kannst hier nochmal abgrasen und dann hüpfst du hier runter. Und kannst dann im nächsten Zug auch mal Nüsse knacken. Okay. Wenn es einen nächsten Zug gibt, das ist ja jetzt noch offen. So. Ah, da gibt es wieder Beeren. Das ist gut. Schütteln, knacken, knacken. Knacken. Ihr könnt eigentlich einfach spaßeshalber hüpfst du mal hin und mach's nochmal Liebe mit ihr, weil euer Leben geht ja weiter. Wir kriegen das dann zwar nicht mehr mit, aber euer Leben geht weiter. Ihr habt dann die Insel für euch und habt dort viel mehr Platz.
So. Ja. Du kannst hier einfach mal so rumhüpfen. Ja, wo sind die Nüsse, die du sammeln kannst? Und schüttelst du mal den Baum. Dann wird das schon. Okay. Gut, hier gibt es wieder nichts zu sammeln. Ja. Tja. Ich meine, sie sind dann alle einen Tag älter, wenn wir jetzt auf Mera warten. Jetzt checke ich nochmal mit, wie viel. Die Frage ist, kommt sie dann auch voll rüber? Ich glaube ja, sie schafft das dann schon in einem Zug. Mit wie vielen Männern kann sie sich verpartnern? Sie hat also CE. Ich gucke hier auf eine Liste, die dort ist, wo die ganzen Lieschlinge auch hingucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Zwei. Na, mit so vielen kann sie sich eigentlich auch nicht verpartnern. Weil sehr viele C haben. Ich nehme Kirwan mit. So. Ist jetzt alles voll? Jawohl. Prinz, du darfst uns auf die Reise schicken. Jetzt mache ich hier noch ein Abschiedsbild. So. Jawohl. Ich habe übrigens rausgekriegt, wie man Screenshots machen kann. Das ist eine eingebaute Funktion von Steam. Und mit muss man auf F12 drücken. So, jetzt geht's los, Leute. Ja, Reisen. Na, ich bin schon so gespannt auf die neue Insel. Hoffentlich ist das nicht so eine kleine. Das ist so eine kleine. Wo wir dann so. Oh nein, nein, nein. Wo wir dann wieder aussortieren müssen. Wen wir stattdessen alles mitnehmen. Na, klasse. Das hatte ich schon mal mit meiner Bärenhorde. Da sind wir auch mit 15 Nischlingen aufgebrochen. Ganz toll. Und mussten dann reduzieren. Wie viel haben wir denn hier? Wie viele Felder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Es ist schwierig zu zählen, finde ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, also beide 10. Und da hinten braucht man, glaube ich, gar nicht gucken. Was ist denn das? Da ist es für mich unerkennbar, wie viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, das kommt nicht in Frage. Das sieht auch nicht so gemütlich aus. Ja, wo wollen wir hingehen? Lieber dort oder lieber dort? Hier ist der Baum im Weg, aber der Weg ist näher. Tja. Okay. Wer muss hier bleiben? Bitter, bitter. Da muss ich mal kurz meine Liste konsultieren. Ah ja, ich könnte es auch machen wie bei den. Bei der Bärenhorde, da habe ich einige der Frauen geschwängert und hauptsächlich Frauen mitgenommen. Und dann lasse ich vielleicht mal die älteren von den Männern hier. Gut. So, also Mera hatte es nicht geschafft. Die schmeiße ich hier mal aus meiner Liste raus. Und ich versuche dann alle Frauen mitzunehmen. Und dann muss Kirwan auf jeden Fall mal eine befruchten. Gut. Dann muss ich meine Liste hier mal auseinanderziehen, damit ich das sortieren kann. Kirwan. Könnte. Neben wem sitzt denn du? So. Das ist Hirschkind. Ja. Das würde gehen. Und dann haben wir Lassisi.
IE. Das würde beides gehen. Ja, probier's doch. So und so. Super gut. Und dann können die beiden sich schon mal auf den Weg machen. So, vielleicht schicken wir die oben rum. Kannst du auch dahinter? Naja, du machst mal hier das Gras weg. Und du hüpfst gleich mal hier hin, machst auch das Gras weg. Damit wir hier hintenrum auch einen Weg frei haben. Und die, die hier sitzen, die können dann hier rüber so hüpfen. Okay, dann sind die schon mal verarztet. Jetzt haben wir aber erst einen aussortiert, nämlich den Kirwan. Nuku ist auch relativ alt. Also ist die Männer sind alle ziemlich jung. Nuku. Muss ich mal finden, Nuku. Nuku, wo bist du? Nein, das ist Prinz. Prinz kommt auf alle Fälle mit. Prinz, du kannst hier schon mal hinmarschieren. So. Und Hirschboy kommt auch mit. Würde ich sagen. Ja, klar. So. Du bist Nuku, ja. Und wen hast du hier neben dir? Karamell. Nuku hat CK, Karamell hat IK. Nee, das ist keine gute Kombi. Wer ist hier? Lakoko. Leider sind bei der Schrift die O's und die A's so ähnlich, dass ich das ständig verwechsel. IC? Nein, das geht auch nicht. Tja, Nuku, das sieht aber traurig aus für dich. Tja. Und jetzt gucken wir mal, wer überhaupt in Frage kommt. CK ist schwierig. Ich fürchte, da haben wir schon die beiden erwischt. Die hat schon der Kirwan erwischt. Tja, Nuku, da hast du leider Pech gehabt. Du könntest mal hier hinterhupfen, damit klar ist, dass du nicht mitkommst. So, jetzt haben wir einen zweiten aussortiert. Der nächste vom Alter her wäre Hirschboy, aber Hirschboy habe ich hier schon hingesetzt, ja. Und den will ich auch dabei haben. Nuduk. Ah, Rehbock kommt auch mit. Rehbock ist so jung. So. Nuduk, bist du Nuduk? Ja. Du hast welche Gene? C und A. Na, der hat immerhin beide Sachen rezessiv. Das macht den interessant. Mit wem kannst du dich denn paaren, Nuduk? CA. Mit Karamell zum Beispiel. Ist das nicht Karamell? Nee, das ist Karamell. Ja, na prima. Nuduk, du paarst dich mit Karamell. Und dann schicken wir Karamell auch auf den Weg. So. Sehr gut. Also, dann haben wir Nuduk aussortiert. Gut. Ja, wen haben wir noch? Wir haben immer noch ganz schön viele Männchen. Tja, die wunderbaren Männchen. Ja, also ich würde sagen, die mit den dominanten Genen, also wo man die Geweihe oder die großen Ohren sieht, die kommen mit. Das wäre also hier noch Hasenschnauze und Nusshase.
Hasenschnauze und Nusshase. Rehbock haben wir auch schon. Dann bleibt Wanta. Wanta, welcher bist du denn? Du bist Wanta. Hat I und K. Kannst du dich mit einer kreuzen? Ganz schwierig. Die haben alle entweder I oder K. Okay, dann bist du ein echter Fall von Pech gehabt und gehst mal hier in den Hintergrund. Ja, also Wanta bleibt hier. So. Jetzt muss ich, glaube ich, noch einen aussortieren. Ganz, ganz schrecklich. Vielleicht muss ich ein Mädchen aussortieren. Jetzt lasse ich erstmal hier die mit den großen Ohren zur Reise antreten. So. Okay, du kannst sogar noch weiter hüpfen. Du kannst bis dahin hüpfen. Ja. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Jungs. Ein Mädchen, 2 Schwangere. Wir können davon den anderen 2 Schwangere nur noch 2 mitnehmen von den 3 Damen. Also wir haben Lasi. Ist da von irgendeiner offensichtlich, dass sie mit muss? Nö. Die hat rezessive Ohren, die Resi, A und K. Das haben sie halt irgendwie fast alle. Ja, Resi kann sich mit keinem paaren. Lakako kann sich immerhin mit Nusshase paaren. Lakoko. Dann hüpfst du schon mal hier hin. Und Lasi kann sich CK... CK ist auch schwierig. Da müssen wir dann auf irgendwelche Fremden hoffen oder so. Aber Lasi, würde ich sagen, schicken wir mal mit wegen der Kralle. So. Und du gehst hier auch mal eins weiter. Ja, dann mache ich einen neuen Tag, damit die beiden auch dahin kommen. Ich überlege gerade, ob ich hier die, die noch was tun können, mal dahin schicke, um da abzugrasen. So. Und wie weit kommst du? Ja, du könntest hier auch abgrasen. So, dann kommen die beiden vielleicht das nächste Mal schneller rüber. Oh, und die Folge ist schon wieder lang. Na. So ein Pech aber auch. Okay, dann bereiten wir uns in der nächsten Folge auf den nächsten Umzug vor. Ich wünsche euch also einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!